Hallihallöchen, meine Lieben, willkommen zu dem heutigen Video. Es gab wieder eine Nintendo Direct. Es war endlich wieder soweit und ich möchte dieses Video gleich damit starten, dass mir völlig egal ist, was auf dieser Nintendo Direct angekündigt würde. Gut, wäre jetzt so von vorne bis hinten nur Schmutz oder wir hätten 45 Minuten nur Smash gesehen und irgendwas noch Langweiliges, dann wäre durchaus Kritik angebracht. Aber ich sag euch, ich bin so froh, dass wir einfach wieder eine Nintendo Direct bekommen haben. Ich war so glücklich, dass die Ankündigung kam. Dass man merkte einfach, was gefehlt hat in der Zeit. Man hat einfach gemerkt, dass dieses Miteinander, mit euch hypen, mit euch reden, mit euch spekulieren, was man vielleicht bekommt, das hat mir einfach so enorm gefehlt. Ich bin so dankbar, dass wir wieder in den Prozess von Nintendo involviert sind. Es hat einfach so gestört, dass wir in der ganzen Zeit überhaupt nicht wussten, was Phase ist, dass wir gar nicht wussten, was abgeht. Das ist halt das, was so am meisten gestört hat, dass man irgendwie sich so weiter entfernt hat von dieser einen Firma. Und heute in der Nintendo Direct haben sie halt uns Sachen gezeigt. Und ich möchte halt von vornherein sagen, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, dass man diese Direct Schmutz fand, diese typischen Hater und so. Denn dann vergraulen wir die vielleicht irgendwie immer. Man kann natürlich für sich sagen, und das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn man für sich persönlich sagt, okay, da war leider nichts für mich dabei, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dann ist das völlig okay. Wenn für einen selber nichts dabei ist, dann ist das leider so. Tut mir sehr, sehr leid. Für mich persönlich waren Treffer dabei. So, wenn man halt sagt, hat mich nichts rumgerissen, ein bisschen doof, Skyward Sword habe ich schon gespielt und so, ja, dann ist das halt leider so. Ich kann niemandem natürlich seinen persönlichen Geschmack wegnehmen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass man, wenn man objektiv diese Direct betrachtet, hatte sie ein super tolles Pacing, sie hatte super coole Spiele, Neuankündigungen, völlig neue IPs, also nicht IPs, aber Spiele, von denen man überhaupt nicht mit gerechnet hat, dass sie irgendwie kommen. Und wir haben sogar einen Nachfolger von einem Spiel bekommen, wo man auch vorher nichts wusste. So, ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal direkt rüber und gucken uns mal an, was haben wir jetzt überhaupt genau zu sehen bekommen. Also, wir sehen hier als allererstes natürlich der Teaser zu Xenoblade Chronicles 2. War natürlich sehr, sehr fies, weil wir da noch nicht wussten, ob vielleicht ein Xenoblade Chronicles 2 neuer DLC kommt, was mich persönlich auch ein bisschen mehr gefreut hätte. Aber als man dann gemerkt hat, okay, es geht darum, wo sie ist und sie ist weg, ja, dann sieht man halt, okay, Pyra ist hier. Und sie sagt halt nur, ja, sorry, ich bin hier, weil ich wurde in Smash eingeladen. Und ich muss halt auch sagen, es war so witzig, wie er halt die ganze Zeit sagt, okay, tut mir leid, aber... Und oder Rex die ganze Zeit, ich dachte, ich komme in Smash. So geil. Pyra blazes into battle, so geil. Und natürlich noch das Ding, dass Mithra auch mit dabei ist. Mega cool. Dann die ganzen Stages, die er gesehen hat, wo er dann sagt so, hä, Grams? Einfach mega cool gemacht. An dieser Stelle wurde ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen emotional. Er sagt an dieser Stelle, die Untertitel sind jetzt anscheinend aus, er sagt an dieser Stelle, sorry, dass wir so lange, wir haben jetzt schon länger nichts rausgebracht. Er sagt, vielen, vielen Dank für die Unterstützung über die ganze Zeit. Und da wurde ich quasi fast so ein kleines bisschen wehmütig und habe mir gedacht, Mann, wir waren so undankbare Bastarde teilweise. Immer nur Mecker, 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 nichts, wir bekommen nichts und so weiter. Wir wissen halt gar nicht, wie schwer das Nintendo vielleicht in der Zeit hatte. Wir wissen doch gar nicht, was da genau abging, was für Probleme die haben, ob sie Spiele entwickeln, ob wir vielleicht den geilsten Shit demnächst bekommen und sie konnten es uns einfach noch nicht zeigen. Und da habe ich mir so gedacht, ja, warum müssen wir denn da so sein? Und ich bin einfach froh, dass wir als gute Laune-Bande immer relativ entspannt geblieben sind, immer gesagt haben, es ist schade, dass nichts kommt, aber nie rumgehatet haben. Denn wir, die gute Laune-Bande, hatet nicht rum. Dann haben wir gesehen, Fall Guys für die Switch ist ein cooler, logischer Schritt. Freut mich für die Fans von Fall Guys, muss ich an dieser Stelle sagen. Dann haben wir Outer Worlds, heißt das, glaube ich, haben wir gesehen. Outer Wilds, sehr interessantes Spiel. Das werden wir uns auf jeden Fall mal im Stream angucken. Da habe ich schon länger ein Auge drauf. Und jetzt, ja, kommt es auf die Nintendo Switch. Das ist natürlich dann sehr, sehr praktisch für uns an dieser Stelle. Outer Wilds. Werden wir uns bestimmt mal angucken. Dann dieses Detektivspiel, da habe ich noch nie was von gehört. Famicom Detective Club, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das sein soll. Ich hatte auch leider niemanden im Chat, der mir großartig was dazu sagen konnte. Es sieht aber ziemlich gut gemacht aus an dieser Stelle, muss man sagen. Dann haben wir genau dieses Ninja-Spiel hier, dieses Samurai-Spiel. Ja, muss man sagen, Samurai Warriors 5, ich persönlich keine Ahnung von dieser Reihe. Ich persönlich kann das für mich überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht gucken wir uns das irgendwann mal an. Ihr wisst ja, ich bin immer recht offen gegenüber ganz vielen Spielen. Dann etwas ziemlich Nices, Legend of Mana, quasi ein Remastered, ein Port von dem GBA-Spiel auf der Nintendo Switch. Feiere ich persönlich sehr, ist sowieso ein Spiel, das ich schon lange mal nachholen wollte. Also für mich eine rein positive, super Ankündigung. Dann
kam natürlich ein großer Monster Hunter Trailer, den ich persönlich übelst genial fand. Super geile Monster waren da wieder zu sehen. Der macht einfach übelst Laune auf Monster Hunter Rise, dass ich bald ganz viel spielen und suchten werde. Persönlich habe ich ja ein bisschen darauf gehofft, dass sie mir meinen Lagiacrus wiedergeben. Das ist leider nicht passiert. Da habe ich ja immer so geguckt, na, der Lagiacrus. Das war leider nicht der Fall, aber vielleicht bald. Vielleicht zeigen sie mir bald meinen geliebten Lagiacrus dann noch einmal wieder. Mega geiler Trailer und auf meinen, oh ja, auf den Pro-Controller freue ich mich. Schade. Dann kam für mich der große Überraschungstitel. Etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, wo ich mich persönlich aber sehr, sehr drüber freue, ist Mario Golf. Ich liebe Mario Golf. Mario Golf für die N64 hatte ich so viel Spaß mit. Mario Golf Toadstool Tour auch. Und hier sah man halt super coole neue Features. Ich liebe Mario Golf-Spiele tatsächlich sehr. Ich bin gespannt, wie dieses Golfspiel wird. Ich bin da sehr positiv gestimmt. Vor allem mega nice zu sehen, dass diese Steuerung, das wird sehr viel Spaß machen, glaube ich, damit rumzufummeln. Bin ich sehr gespannt drauf. Motion Controls und der Story Mode. Ach ja, Speed Golf, auch so cool. Das stelle ich mir so witzig vor. Vor allem, wenn das online funktioniert. Stelle ich mir so witzig vor. Und natürlich der Story Mode. Also, mega Ankündigung für mich. Diese Ankündigung bedeutet für mich ganz, ganz, ganz viel Spielspaß. Aber dann ging es ja immer noch weiter. Ihr seht, es ist noch so viel hier, was angekündigt wurde. Zu diesem Spiel kann ich nicht besonders viel sagen. Hatte ich auch keinen im Chat, der da groß. Dann haben wir halt so eine kleine Reihe gesehen, generell an so kleinen Spielchen. Auch dann haben wir hier eine weitere Ankündigung bekommen. Genau, hier. Die ich persönlich nicht so wirklich einschätzen kann. Dann, wie gesagt, viele kleinere Spielchen wurden uns dann hier jetzt angekündigt. Muss man halt immer mal gucken, was das so ist. Dann haben wir dieses Spiel hier gesehen. Kann ich nicht wirklich für mich einschätzen. Sieht erstmal interessant aus, aber auch gleichermaßen nichts, was mich jetzt so komplett irgendwie angegeilt hat. Genauso wenig wie das kann ich nicht wirklich für mich einschätzen, das Spiel. Garantiert wird mich aber jemand mal zwingen, dieses Spiel zu spielen. Okay, hier möchte ich schnell drüber skippen wegen der Musik. Plants vs. Zombies. Haben wir jetzt hier an dieser Stelle gesehen, A Battle for Neighborville, keine Ahnung, vielleicht gucken wir uns auch das mal an. Miitopia reizt mich jetzt persönlich absolut null, aber viele haben sich darüber gefreut, also freue ich mich für die, die sich gefreut haben. Rein positiv zu betrachten ist das Animal Crossing Update, es ist kostenlos, es beinhaltet richtig coole Items aus dem Mario-Universum, deshalb freue ich mich drauf, wie die Leute demnächst ihre Häuser oder ihre Inseln im Mario-Stil jeweils bearbeiten werden. Ich hätte mir natürlich Sonnenschirme gewünscht, also Strandschirme für meine Insel. Aber hey, ein kostenloses Update für ein im Moment sehr beliebtes Spiel. Super. Dann haben sie kurz Bezug genommen auf Mario. Und jetzt kommt für mich auch eine ganz, ganz große neue Ankündigung. Wir haben einen spirituellen Nachfolger von Octopath Traveler bekommen. Und dieses Spiel hat eine Demo, die man hier jetzt runterladen konnte. Ich konnte sie mir auch direkt danach runterladen. Und wir haben uns die Demo einmal kurz im Stream angeguckt. Jedenfalls die erste Mission. Ich weiß gar nicht, ob man noch mehr spielen kann. Es macht Spaß. Ich mag den Artstyle, die Musik. Es sind die gleichen Macher wie Octopath Traveler. Ob der gleiche Composer dabei ist, weiß ich jetzt noch nicht. Das müsste man dann mal gucken. Aber Project Triangle Strategy macht auf jeden Fall Bock. Es ist halt, wie gesagt, Strategiekampf. Wir haben es eben im Stream angespielt. Es macht Laune. Es gefällt mir vom Stil her wieder sehr. Die Story, es ist sehr viel Story, auch schon in der Demo. Die haben wir aber geskippt. Mega Titel für mich. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Sehr, sehr positiv für mich. Dann dieses Star Wars Spiel, Star Wars Hunters. Abwarten, können wir noch nichts zu sagen. Dann kam dieser komische Trailer, wo wir nicht wirklich wussten, was wir davon halten sollten. Aber auch da, ich verurteile ungerne Spiele, die ich bisher noch nicht gespielt habe. Ähnlich wie dieses Spielchen hier, was ich für mich persönlich auch nicht wirklich einschätzen kann. Hades, sehr, sehr nice, dass das eine physische Kopie bekommt. Die kann ich mir dann in meine Sammlung stellen, denn Hades ist auf jeden Fall ein mega, mega geiles Spiel. Genauso wie die Ninja Gaiden Spiele, die auch sehr viele Fans haben. Auch sehr, sehr cool, freue ich mich drauf. Dann haben wir hier gesehen, dass Hyrule Warriors seit der Verheerung ein Expansion Pack bekommen wird. Wir haben allerdings sehr, sehr wenig Infos bekommen zu diesem Expansion Pack. Die einzigen Infos, die wir wirklich bekommen haben, sind das hier. Dass man hier eine Waffe bekommt, im Mai ein Kostüm, dann im Juni Expanded Roster, also einen neuen Kämpfer, Waffentypen, okay, wahrscheinlich dann eben für den Kämpfer, neue Challenges, aber das wirklich Große kommt dann eben hier, Wave 2. New Character Vignettes, New Added Stages, Expanded Roster, vor allem hier dann halt neue Stages, also das sind die beiden Großen und wie gesagt, das wird wohl der sein, wo hauptsächlich dann der ganze Shit abgeht. Warum nicht? Freue ich mich drauf. Dieses Spiel hat sehr viel Spaß gemacht.
und mehr ist besser. Kostet allerdings $20, muss dann jeder für sich selber wissen. Dann haben wir hier kurz gesehen, kleine Infos zu Spielen, von denen man schon wusste. Das ist für mich halt ein riesiges Ding. Da freue ich mich extrem drauf. Genau, und dann wurde sich aus der The Legend of Zelda-Reihe gemeldet. Und ja, erstmal an dieser Stelle muss ich sagen, ich fand es halt mega nice. Ich fand es sehr, sehr positiv, dass er einfach an dieser Stelle sagt, ihr wartet auf Breath of the Wild 2. Wir haben leider dazu aber noch keine großartigen Infos, aber das Spiel kommt gut voran. Und das wollten wir. Wir wollten jetzt nicht, dass Breath of the Wild noch nicht rauskommt. Aber mehr wollten wir gar nicht wissen. Wir wollten wissen, Leute, was Nintendo, was ist denn los? Was ist überhaupt los? Und dass sie uns sagen, Breath of the Wild 2 kommt gut voran, wir brauchen aber noch Zeit. Alles cool. Danke für die Info. Danke, dass sie uns daran teilhaben lässt und dass sie uns Bescheid sagt, was Sache ist. Vielen, vielen Dank dafür, Nintendo. Und um die Wartezeit zu überbrücken, allerdings dann auch erst im Juli, haben wir das, worüber wir schon ganz, ganz lange gesprochen haben, The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Auch wenn es halt nicht so besonders HD aussieht, es ist halt von 480p dann halt aufgehübscht auf unsere aktuelle Grafik. Am Artstyle und so wurde nichts groß verändert. Es ist ein Remastered. Ja, kein Remake, sondern ein Remaster, also ein Port mit einer besseren Auflösung. Aber der interessante und der wichtige Punkt, der wurde halt hier später vorgestellt. Ich freue mich für die Leute, die jetzt endlich Skyward Sword auch endlich mal spielen können, die das vielleicht verpasst haben. Es ist nicht das beliebteste Spiel der ganzen Zelda-Reihe. Ja, ist klar. Es ist trotzdem ein tolles Spiel und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Skyward Sword. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Ganz, ganz viele haben ja bemängelt die Motion-Steuerung des Schwerts. Und wie man halt hier als erstes sieht, wurde die Motion-Steuerung für die Joy-Cons angepasst, dass du halt besser mit Schwert und Schild kämpfen kannst. Und das ist der wichtigste Part. Sie haben auch es möglich gemacht, dass man nur mit den Knöpfen spielen kann. Und das ist für ganz, ganz viele wahrscheinlich der große Seller gewesen. Die mochten die Motion-Steuerung nicht. Sie haben es jetzt aber mit eingebaut, dass man es auch ganz normal ohne Motion-Steuerung spielen kann. Und das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Änderung, die ganz, ganz viele Leute dazu bringen wird. Und natürlich hier, mein Herz geht auf. Sind die hübsch oder sind die hübsch? Die sind halt richtig nice. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Das fand ich halt auch ganz interessant. Er hat dann ein bisschen darüber gesprochen, wie sie in Skyward Sword schon viele Dinge überlegt haben, eingebracht haben, die dann in Breath of the Wild mit eingebaut haben. Also solche Gedanken zur Entwicklung finde ich immer sehr, sehr interessant. Und dann kam noch ein großer Knaller. Wie gesagt, ich persönlich bin kein großer Fan der Splatoon-Reihe, aber es ist ein Nachfolger von einer von vielen geliebten Reihe. Ich freue mich für ganz, ganz viele Fans der Splatoon-Reihe. Splatoon 3, für ganz, ganz viele wahrscheinlich ein Mega-Ding, auch ein ganz, ganz interessanter Ankündigungstrailer. Und das war die Nintendo Direct. Meine Lieben, was soll ich sagen? Wenn für euch nichts dabei war, schade, doof, vielleicht das nächste Mal. Aber ich fand das Pacing von dieser Nintendo Direct, fand ich großartig. Ich fand das Pacing dieser Nintendo Direct genial. Es hat super viel Spaß gemacht zuzugucken. Es war von vorne bis hinten Action. Es waren viele tolle Titel dabei. Viele kleine Titel, mit denen man nicht gerechnet hatte. Viele Spiele, die wir zum ersten Mal heute gesehen haben. Mario Golf, für mich die große Überraschung. Die Splatoon-Fans haben einen neuen Teil bekommen. Wir haben endlich unser Skyward Sword HD, worüber sich ganz, ganz viele gefreut haben. Wir haben am Anfang einen richtig coolen neuen Smash-Kämpfer gesehen. Das war eine super Nintendo Direct, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank, Nintendo, dass wir wieder eine Nintendo Direct bekommen haben. Vielen, vielen Dank, Nintendo, dass wir einfach wieder involviert sind in das Ganze. Vielen, vielen Dank, dass wir endlich wieder Infos bekommen haben, dass es wieder Directs gibt. Es hat mir so enorm gefehlt. Wir konnten wieder hypen, wir konnten uns wieder freuen. Natürlich gab es auch wieder Hater, aber wir hatten einen mega coolen Stream. Der Stream hat so viel Spaß gemacht. Und ich bin so glücklich, dass die Directs wieder da sind. Ich bin so glücklich, dass das Spekulieren losgeht, das Reden danach, die Videos darüber, dass sich mit den Hatern auseinandersetzen. Selbst die Hater habe ich vermisst. Selbst die Hater habe ich vermisst. Vielen, vielen Dank nochmal für den Mega-Stream. Wir waren sehr viele Leute und es war ein Mega-Support. Und ja, Leute, ich bin froh, dass sie back sind. Ich bin sehr gespannt. Sie haben sich ja konzentriert auf die erste Hälfte des Jahres. Wir werden aber auch weiteres bekommen. Wir haben jetzt sogar einen Titel bekommen für 2022. Breath of the Wild wurde kurz angesprochen. Und ja, ich habe übrigens mein Bingo nicht gewonnen. Ja, was habe ich denn getroffen? Breath of the Wild 2 wurde angesprochen. Animal Crossing. Ja, Bravely Default 2 wurde gezeigt. Monster Hunter wurde gezeigt. Smash. Ein neues Spiel wurde gezeigt. Das war's. Ach nee, hier, Ghosts and Goblins habe ich noch getroffen.
Ja, war nicht so erfolgreich, mein Bingo. Aber hey, wir haben das Bingo auch im Stream gemacht, aus Spaß, einfach um ein bisschen zu hypen, was so gehen würde. Ich habe nicht erwartet, damit zu gewinnen, aber genau das hat eben so Spaß gemacht. Also Leute, ich bin mit Dankbarkeit voll. Ich überschütte euch alle auch mit guter Laune und mit Dankbarkeit. Lasst einfach positiv bleiben bei dem Ganzen. Wenn für euch nichts dabei war, wie gesagt, ist das so, tut mir leid. Aber dann kann man halt sagen, okay, ich fand die Direct war gut gemacht. Für mich war nichts dabei, schade. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt positiv und geschmeidig und lasst uns einfach freuen, dass die Directs wieder back sind, dass wir weiter Directs und Infos bekommen und der Hype einfach weitergehen kann. Mal gucken, was wir finde ich demnächst. Ich bin übrigens sehr, sehr sicher, dass wir jetzt demnächst eine Pokémon Direct bekommen werden, weil es ist sehr suspekt, dass überhaupt nichts zu Pokémon gesagt wurde. Deshalb rechne ich sehr, sehr fest demnächst mit einer Pokémon Direct. Mal gucken, ob ich recht behalte. Und mal gucken, ob sie Zelda separat ankündigen wegen dem Geburtstag. Weil abgesehen von Skyward Sword wurde gar nichts zum Zelda-Geburtstag gesagt. Warten wir mal ab. Also, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Abo und Glocke. Und dann geht's ab. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.